bei. Oh, was? 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 Asna? Was war das gerade? Wolltest du hier bei den Blumen irgendwas mit mir machen? Willkommen zurück bei. Sword Art Online: Hollow Realization. Ja, wieder. Wie sieht die. Was? Amüsiert ist sie immer noch. Das finde ich auch, freut mich zu hören. Ich versuche jetzt mal ein bisschen schneller. Ja. Ich möchte, dass du mir mehr darüber erzählst, was du willst, okay? Jo. Ob du etwas mit mir unternehmen möchtest? Ja. Ich versuche jetzt mal so nah an diesem am Blau zu sein wie möglich. Ja. Ich darf nur nicht zu weit gehen, glaube ich. Ich glaube, ich kenne deinen Geschmack ganz gut, ich verstehe. Ja. Du fragst. Ich was? Na gut, ich scheine immer noch nicht sonderlich gut zu sein. Also, ja, ich bin in der Dingfragen schlecht. Ja, mir auch. Asna. Mhm. Was tun, was tun? Ja. Ise nicht. Hast du recht, Asna. Ja. Hast du recht. War das zu schnell für dich? Wahrscheinlich. Gut, wir werden jetzt gleich. Ja, viel langsamer. Ich freue mich schon drauf, ja. Ich befürchte, die hat das Gespräch gerade beendet. Freundschaftlos 9, leck mich doch. Ich muss übrigens. Also, ich habe ein bisschen recherchiert, beziehungsweise mir wurde es netterweise gesagt. Ich kann Geschenke vergeben, ja, korrekt. Ich kann jetzt schon Asna beispielsweise Waffen geben. Ich muss ihr Zuneigungssystem, also ich muss wohl auf den nächsten Rang kommen, um ihr auch noch, das war jetzt doof, um ihr auch noch Klamotten geben zu können. Das heißt, ich kann ihr gerade gar keine Rüstung geben. Geh ruhig mit deiner Hand durch mich durch. Ja, deswegen werden wir jetzt einfach weitermachen, wo wir aufgehört haben. Ich weiß nur leider nicht, wo wir aufgehört haben. Doch, den Golem wiederbeleben. Wir haben das Golem-Herz, wenn ich mich nicht täusche, und könnten jetzt den Golem wiederbeleben. Glaube ich. Hoffe ich. Weiß ich nicht. Ja, glaube ich. Und das werden wir dann jetzt tun. Also wir werden jetzt mit der Hauptstory weitermachen. Gegenstände, Skriptpalette, Quest. Haben wir noch irgendwas? Events. Gehe zum Golem, der die Stadt von... Ja, wunderbar. Machen wir. Plaza mit Teleportum mitten in der Nacht. Ich bin zurzeit ein bisschen Final Fantasy gewöhnt, muss ich gestehen. Also ich bin, seit Final Fantasy Release ist, bin ich ab und zu auch Final Fantasy am Zocken. Deswegen bin ich kampftechnisch oder kampfsystemtechnisch gerade ein wenig zwischen drei Spielen, also zwischen Witcher, Sword Art Online und Final Fantasy am Hin- und Hergurken. Also entschuldigt mir, falls ich mal die falsche Taste drücken sollte. War denn nochmal dodgen? Ich weiß es nicht mehr. Werden wir aber nachher noch erfahren. Weltkarte. Wir möchten bitte dahin. Und schauen uns mal ein wenig um. Ich weiß gerade nicht mehr, auf welcher Taste angreifen ist. Ist das, oder? Werden wir jetzt gleich sehen. Ich weiß, wo springen ist. Das ist schon mal. Ich glaube, auf Viereck ist, glaube ich, angreifen, oder? Und auf Kreis ist dodgen oder andersrum? Viereck ist angreifen. Und Kreis ist blocken bzw. Ah, nee, Kreis war Angriff. Ah! Und dort schon war. Ah! Okay, alles klar. Gut. Hab mich wieder drin, glaube ich. Ah. Gucken wir mal, ob ich es wirklich drin habe. Wie konnte ich nochmal anvisieren? Also. Okay. Läuft. Jetzt könnte man hier switchen. Und warum. Wie seht der. Warum kann ich meine Kamera nicht drehen? Weil
weil ich den anvisiert habe. Erklär das Ganze. Okay, wir haben ja noch ein kurzes Questgebiet, was ich ganz kurz machen möchte. Also ich möchte das Grüne. Da sollte ich wieder ein bisschen Erfahrungspunkte kriegen, glaube ich. Pflanzenass erhalten. Was muss ich denn hier besiegen? Ja, guck mal hier, so ein paar Scherenschwärmer. Können wir doch mal eben... Oh, verdammt, ich hab den Switch verhauen. So, das war's auch schon. Und jetzt gehen wir Richtung... ja, da ist eine rote Truhe und eine blaue Truhe. Die rote Truhe, die werden wir eh noch nicht geöffnet bekommen, weil die Krabbe zu stark ist. Das haben wir schon mal probiert, wir erinnern uns. Lief nicht gut, lief nicht gut. Ich glaube, alle drei von mir sind gestorben und ich musste die irgendwie wiederbeleben und gleichzeitig weglaufen. Ja, ja, ich erinnere mich. Wir haben jetzt aber ein Golem-Herz, wenn ich mich nicht täusche. Das heißt, wir könnten das dem wahrscheinlich jetzt einsetzen. Noch einer, angreifen. So. Ja, die Gegner sind ja alle noch nicht sonderlich stark gerade hier. Wir sind Level 12 mittlerweile. Gut, gut. Das habe ich gar nicht mehr so im Blick gehabt. Wir sind also Level 12 und wollen jetzt dem Wächter hier mal sein Herz geben. Und die Truhe mit der Rüstung ist immer noch da. Also. Habe das Herz eines Riesen beim kaputten Golem verwendet. Muss ich jetzt gegen ihn kämpfen oder ist er lieb? Ich befürchte, ich muss gegen ihn kämpfen. Die Frage ist, welches Level er hat. Der andere war, glaube ich, Level 7. Und der zweite, den wir gesehen haben, war Level 20. Jetzt die Frage, was ist er hier? Und findet er es gut, dass wir ihn wiederbelebt haben? Oder? Ist ja auch so noch ein Wächter. Okay, alles klar. Wir müssen uns wohl den Weg freikämpfen. Level 6, der ist ja sogar noch schwächer. Ausweichen. So, machen wir mal einen Großangriff. Habe ich nicht den Großangriff gerade? Anscheinend wurde direkt unterbrochen, weil meine Leute angegriffen wurden. Wie kommen das sei? Betäubt. Jetzt der Großangriff. Damit sollten wir es eigentlich zu Ende bringen können. Warum geht der Großangriff nicht mehr durch? Nein, ausweichen! Asna scheint ihm gerade viel abzukassieren. Oh shit, der will nicht. Kriegt er aber nicht. Geht doch. Perfekt. So, Level 6 war jetzt nicht das große Können. Mich hat er, glaube ich, kein einziges Mal oder einmal getroffen. Wir haben den Gegner ausgeschaltet. Gehen wir weiter. Finde heraus, wie du den Golems aus dem Weg räumen kannst. Geschafft. Übrigens, so könnten wir tatsächlich mal unser Team ein wenig wechseln. Nein, ich werde Asna nicht wechseln, aber... ich könnte mal beispielsweise Silica wechseln, weil sie ist ja zwar unsere Heilerin, aber irgendwie kann sie ja trotzdem nicht heilen. Weil heilen können wir irgendwie... Ach gut, das wollte ich euch gerade befehlen. Gut, dass ihr das schon eigenständig getan habt. Neues Gebiet, neues Glück, neues Mal schauen, was wir so finden können. Über Premiers Quest. Oh, hier ist eine Truhe. Und den Teleporter. Ah, gut. Nehme ich. Aktion. Aktivierung abgeschlossen. Nicht jetzt, bitte.
gucken wir uns mal ein wenig um. Hier haben wir schon mal Bestien, die... Welches Level? Ich schätze auf 8. Ja, 8 ist richtig. Ich muss gestehen, ich habe auch gerade 8 gesagt, kurz nachdem wir das eigentlich erst schon... Aber ja, Level 8. Gut, also ich glaube, wir kriegen hier nichts Stärkeres als Level 15 als Gegner, weil wir sind ja noch ziemlich am Anfang. Und ich glaube, wir sind jetzt schon relativ gut gelevelt sogar. Ich muss gestehen, wir sind, glaube ich, relativ gut gelevelt für wie weit wir jetzt gerade sind. Weil ich doch schon einige Nebenquests gemacht habe. Also schon. Muss ich die überhaupt töten? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich weiß gerade nicht, wie das questmäßig aussieht. Wir haben so viele Quests, dass ich keine Ahnung habe. Leider wird es einem nicht wirklich anständig angezeigt, wo man... Also hier die Quests, die werden einem meines Erachtens nach nicht so gut... Da, 10 Stück tatsächlich. Die, es wäre schön, wenn man... beispielsweise, wenn man jetzt hier so einen Gegner sieht. Also jetzt da. Dass man sehen könnte, ah, den brauche ich für die und die Quest. Das wäre total schön. Also das fände ich richtig gut. Weil dann weiß man, welche Gegner man noch töten muss und welche nicht. Das ist in vielen MMOs, beispielsweise, was weiß ich, WoW, ist das ja der Fall. Das ist ja sehr angenehm. Man sieht, aha, bei dem Gegner droppe ich das und das, das brauche ich noch für eine Quest. Oder bei dem Gegner, den muss ich sowieso noch töten. Das ist dann immer sehr schön zu sehen. Hier ist es ein bisschen umständlich. Leider muss ich dann halt mal gucken, wo ich bleibe. Also im Sinne von mal gucken, brauche ich euch jetzt nicht. Das hier sieht irgendwie komisch aus. Das hier sieht irgendwie sehr komisch aus. Sieht ja aus wie so eine Boss-Area oder so. So ein kleinen... Okay. Also hier muss ich halt theoretisch immer wieder... Oder kann ich die Anzeigen, Details, ne. Aufgeben, sortieren. Nach Schauplatz wäre doch nett. Das heißt, das hier ist alles hierzu... Ich weiß jetzt nicht, was sie mit nach Schauplatz machen. Eine Arbeiterwespe fehlt mir, ich glaub's nicht. Die müssen wir auch noch irgendwo holen. Kriegen wir doch alles hin. Vielleicht mein Ausdauer wieder weg. Apropos, ich sollte mal wieder gucken, ob ich mal wieder. So, und jetzt sollte eigentlich. Schön. Ja, da ist unsere Quest abgeschlossen. Jetzt meine Frage: Wie sieht es mit meinem Skillsystem mittlerweile aus? Auf 230. Aber die Skillpunkte könnten reichen bis dahin. Ich töte einfach mal alles, was ich hier auf dem Weg finde. Ja, also, übrigens habt ihr mir ein paar Kommentare geschrieben, was Grinden etc. betrifft. Na gut, das hat sich jetzt gerade sowieso erübrigt, weil im neuen Gebieten, die neuen Gebiete zeige ich natürlich so oder so, also wie wir jetzt hier gerade beispielsweise sind. Ich töte ja gerade auch nur ein paar Monster, aber wir sind hier gerade natürlich zur Erkundung. Was haben wir hier links? Hier liegt der Insekten. Ja, okay. Brauche ich die für eine Quest? Ich habe keine Ahnung. Quests, genau. Ich wollte gerade wissen, was wollte ich nochmal hier? Sieht. Ich brauche Insektoidstachel, aber die bekomme ich doch nicht von denen. Genauso wie ich 2x5 Bestienschwänze brauche. Und 3x5 Insektoidenstachel. Na, geile Hacke, ey. Ich gehe mal 4x5 Insektoidenstachel. Ist doch nicht euer Ernst. Ich glaube, ich werde später mal ein wenig grinden offscreen. Hey, da war eine Kiste gerade. Wie bin ich denn jetzt an der Kiste vorbeigekommen?
Feurig ist auch toll. Nimm das mal hoch. Ich finde, alles klingt doch super. Vielleicht soll ich nicht mit dem Switch anfangen, aber gut, hat ja geklappt. Aber hier scheint auch irgendwie nichts. Also irgendwie finde ich hier nur Kulterz. Welche Sackgassen. Naja, gut. Wie gesagt, wir sind jetzt zum Erkunden hier. Bestienzahn, davon brauche ich noch ein paar mehr. Okay. So, dann gehen wir den anderen Weg, den wir hier noch nicht gegangen sind. Da hinten sollten wir auch nicht. Moment, ist das jetzt der richtige oder der falsche Weg? Ist das jetzt wieder eine Sackgasse? Ich erlaube mich. Jetzt mal ernsthaft, ist das jetzt. Muss ich jetzt hier lang? Das ist das Problem daran, dass mein Cursor oben rechts in der Minimap so groß ist. Das ist genau das Problem, was ich schon mal angesprochen hatte. Ich bin nicht genau sicher, wo ich auf der Minimap bin, obwohl ich da so ein fettes Dreieck bin. Weil das Dreieck einfach zu groß ist und einfach ein zu großes Gebiet abschirmt. Verwitterter Fels. Hier ist auch schon wieder ein Weg. Wo bin ich denn? Das ist ganz merkwürdig. Das. Oder gibt es hier. Ich verstehe es nicht ganz. Mir ist das Dreieck zu groß. Fertig. Mir ist das Dreieck zu groß. Heilende Stiefel, plus 3. Schön, danke. So, hier haben wir immer noch die gleichen Gegner. Wollt ihr euch nicht mal irgendwie abwechseln oder so? Kann ich hier hoch eigentlich? Kann ich. Sag mir nicht, dass das hier eine Jump-Quest ist. Wollt ihr mir jetzt. Wow. Wow. Wollte gerade fragen, ob das eine Jump-Quest ist und schon komme ich da nicht mehr hoch. Ja, hier haben wir noch Blutmilben. Die sind ja auch eher mickrig. Genauso wie die Reißenden. Da hatten wir eine Quest zu. Aber. Diese haben wir mittlerweile schon fertig. Verwitterter Fels. Ich würde gerne wissen, was trotzdem hier in dieser Gegend ist. Ich ver. Manchmal. Möchte. Was? Achso. Ich habe manchmal das Problem, dass ich versuche, mit Dreieck mich zu den Gegnern zu teleportieren. Das ist ein bisschen problematisch. Jetzt fragt ihr euch, hä, wie teleportieren? Ja, wie gesagt, Final Fantasy 15. ja. Versuche ich mich hier gerade ein wenig zu teleportieren. Das funktioniert nur leider nicht. Level 6er Milben. Ich bin irgendwie, also entweder. Obwohl, die Gebiete sind allgemein ziemlich unausgewogen, möchte ich meinen. Wir erinnern uns, in dem Level 5er Gebiet gibt es einen Level 98er Bossbaum. Also, wenn das mal nicht unausgeglichen. Das ist so ein Noob-Filter. Es gibt, also in das erinnert mich schön an. Eigentlich erinnert mich das tatsächlich an WoW. Für die Leute, die früher WoW gespielt haben, mittlerweile ist das ja alles vercasualt. Wer früher WoW gespielt hat, der erinnert sich eventuell noch an den Wald von Elven, an Hogger. Ich glaube, Hogger gibt es immer noch. Aber damals war Hogger halt was Besonderes, weil. Hogger war so einer der allerersten Elite-Gegner, die man auf niedrigem Level finden konnte. Und da bedeutete Elite tatsächlich dann noch was. Weil Hogger hat viele Low-Level-Spieler auf dem Gewissen. In World of Warcraft. Mich einschließlich natürlich. Aber gut. Wir müssen also nach rechts. Hier geht's irgendwie. Also irgendwie komme ich hier zu nichts. Irgendwie ist hier einfach nichts. Ich möchte doch eigentlich nur die Quest von Premiere weiterführen. Das ist eigentlich so mein Anliegen. Hat mal eigentlich jemand. Ach, ich drücke mal die falsche Taste. Wie komme ich in die Karte?
Wie mache ich denn die Karte auf? Gibt es keinen Shortcut dafür? Ja. Das ist irgendwie nicht die Karte, die ich wollte. Da ist die Karte, die ich wollte. Dankeschön. So, was haben die grünen Dinger zu bedeuten, wenn ich mal kurz fragen darf? Was bedeuten diese grünen Pflanzenteile? Oh Moment, ist das eine. Das ist eine freundliche Party. Nevermind. Schon gut, ich weiß, was sie bedeuten. Wir sind gerade ein paar unterwegs. Das ist, irgendwo ist jetzt eine Kiste. Das war falsch. Falsche Taste. Hallöchen! Euch muss ich, glaube ich, noch töten. Ja, dafür muss ich, glaube ich, ein paar. Oh, Level. Oh. Hoppala. Dementsprechend sind die auch gleich mal ein wenig höher. Ja. Oh, war ich gerade. Sehr schön. Da ist meine Truhe. Ich glaube, ich muss aber noch mindestens zwei weitere töten. Ein AP-Trank, ja gut, und gut, jetzt herzlich wenig. Ich glaube, ich muss mindestens zwei weitere noch töten. Tanzender Dorn. Oder war das jetzt schon richtig? Insektoidenfühler, wisst ihr? Davon brauche ich ja noch fünf weitere. Das ist ja lächerlich. Tanzender Dorn, habe ich nicht gerade eben noch? Keine Ahnung, wir brauchen einiges. Gut, wir machen einfach weiter. Will ich jetzt den linken Weg gehen oder nicht? Ich weiß gerade nicht, ob sich das lohnen würde. Aber, oh, da geht es sogar weiter. Geht es in ein nächstes Gebiet. Will ich das oder will ich das nicht? Oben scheint ein Boss zu sein. Ich glaube, wir gehen erst den anderen Weg. Mir fehlt eine schnellere Transportmöglichkeit. Einerseits. Also irgendwie, womit ich reiten kann oder ja, fliegen in Anführungsstrichen oder einfach nur schneller laufen. Ich meine, ja, ich habe hier noch Geschwindigkeitstränke, die sollte ich vielleicht auch mal einsetzen. Das wäre vielleicht total toll. Aber die Gebiete ja. Sind so, ich glaube, das hatte ich auch schon mal erwähnt, so groß, dass ich echt ich mich schwer tue damit, hier durch die ganzen Gebiete zu laufen, weil das unglaublich viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber gut. Wir werden einmal jetzt hier hochgehen und noch nicht den Weg gehen, der ein neues Gebiet führt, weil ich möchte, wie gesagt, natürlich die Gebiete möchte ich natürlich erkunden. Also ich möchte natürlich die Gebiete auf jeden Fall schon gesehen haben. Bäume ist die Frage, brauche ich die für eine Quest? Ich habe doch keine Ahnung. Vielleicht brauche ich irgendwie einen Ast von denen oder so. Nein, Switch. Oh, es hat nicht gereicht. Oh, das war doof. Die sind auch gar nicht mehr so schwer. Hallo? Hallo? Was war das denn jetzt? Pflanzenrinde. Brauche ich denn Pflanzenrinde? Pflanzenrinde nochmal. Brauche ich Pflanzenrinde irgendwo für? Müsste ich dann jetzt zwei haben? Pflanzenhülse. Pflanzenhülse. Ach, was weiß ich. Ach, was weiß denn ich. Aber wenn ich in Kampf gehe, scheint mein Geschwindigkeitstrank wegzugehen. Juhu. Das heißt, wir werden den Geschwindigkeitstrank auf der Rückreise erst wieder benutzen. Weil wir werden hier vielleicht noch ein bisschen kämpfen müssen. Auch da. Wie gesagt, was Asuna betrifft, muss ich. Asuna. Kann ich mit ihr jetzt irgendwie nicht reden gerade? Ja, kann ich irgendwie gerade nicht. Ich dachte, das könnte ich auch hier. Kann ich nicht. Ja, okay. Wie dem auch sei.
Wir haben jetzt irgendwie heute, also in diesem Part haben wir bis jetzt noch nicht so wirklich viel geschafft, habe ich das Gefühl. Ja, in dem Part. Ist das ein Arbeiter? Bitte, lass es ein Arbeiter sein. Das ist eine Stürmische, das ist die falsche. Oh, mir fällt gerade auf, ich sollte mich irgendwann nochmal heilen. Da ist meine Arbeiterwespe, meine letzte. Abgeschlossen. Jetzt lass mich hier durch. Komm schon. Danke. Also irgendwie bestehen diese Gebiete immer aus irgendwelchen Sackgassen, wo ich auch irgendwie dann nicht weiterkomme. Naja. Hallo? Woher? Kann ich dir helfen? Ja, wir sind ein unglaubliches Team. Die ganzen Wespen interessieren mich. Achso, doch, ich brauche Insektoidenstachel theoretisch, ne? Ich nehme an, dass ich die von denen bekomme, tatsächlich. Naja. Falsch. Ich wollte eigentlich hier mal jemanden. Loben. So. Ach, ich bin auch noch vergiftet. Na toll. Also im Kampf, die bekommen halt im Kampf auch Freundschaft dazu, Zuneigung, was auch immer. Dahlhornisse, Moment mal, brauchen wir die? Falsche Taste. Ich habe gerade eine Quest abgeschlossen. Ja, wahrscheinlich eine Insektenhülse oder so. Oder so. Irgendwas. Irgendwas Kirche. Vergifte doch nicht noch mehr von uns. Ja. Und wir wollen ja Asna ein bisschen hochhauen. Wir wollen ja schließlich ein Nachthemd geben. Bitte was? Nein, natürlich die andere Rüstung. Natürlich wollen wir ja. Ich rede mich hier nur im Kopf und Kragen, also. Rede ich lieber nicht weiter. Golderz. Schön. Ja, der Part ist gleich vorbei und im Endeffekt haben wir tatsächlich nicht so viel geschafft in diesem Part. Also, na gut, wir sind im neuen Gebiet, wir haben den Golem besiegt. So weit, so gut. Also, wir haben natürlich schon was geschafft. Shit! Natürlich schon was geschafft. Aber, wir sind jetzt questmäßig nicht wirklich weiter ausweichen. Questtechnisch sind wir nicht so wirklich weitergekommen hier. Und hier ist wieder nur eine Sackgasse, die zu nichts führt. Was haben wir hier? Noch eine Sackgasse, die zu nichts führt. Ich meine, ich. Ja. Ich will es halt wenigstens mal gesehen haben. Nicht, dass irgendwann irgendwo tatsächlich irgendwas Tolles ist. Ich habe gerade Großangriff gesagt. Oh, machen wir so. Hoppala. Hat sogar funktioniert. Bin ja begeistert. Gut. Bevor ich nachher die Quests einfach so abgebe, muss ich mal gucken, dass ich die Quests zuerst abgebe, die für Leute sind. Also es gibt ja beispielsweise Rupert ist ja der Typ, dem wir, also die Quest haben wir von ihm selbst wirklich angenommen. Nicht vom Anschlagsbrett, sondern von ihm selbst. Ich möchte wissen, ob das bessere oder andere Auswirkungen hat. Aha. Noch eine Dahornisse hier.
Insektoidenstachel, egal. Insektoiden Exoskelett, okay. Okay, nehme ich so hin. Ja, wir machen hier mal einen kurzen Cut. Ja, wir machen hier einen kurzen Cut.